Moin Moin YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video und diesmal ist die Bandless Prediction für den Juni 2020 am Start. Fabi ist hier, meine Wenigkeit ist da, also wünsche euch schon mal vorab viel Spaß und lasst natürlich auch einen Kommentar da, je nachdem was ihr für Meinungen und für Vorschläge habt und vor allen Dingen welche Karte ihr am meisten auf der Bandless sehen wollt oder am ehesten auf der Bandless sehen. So sieht's aus. So, und zwar fangen wir an mit den Bandkarten natürlich. Die wollen wir nämlich immer sehen. Und ganz zwar klar. Blockdrache. Mhm. Ja, Emancipator ist echt ein starkes Thema. Wir haben keinen Bock drauf. Die Karte gibt im eigenen Spielzug ein plus 3. Ja. Im gegnerischen nochmal mit IP nochmal ein plus 3. Ist schon strong. Also so ganz minimal. Und von daher, die Karte gibt aktuell Emancipator auch die Stellung, die sie gerade hat. Das solides Tier 1 und... Ja, solide. Ja, von daher, die Karte, die sollte eigentlich mal weg. Und in Anbetracht der Tatsache, dass Megalith noch rauskommt bald in ja. Full Power, natürlich, der Core ist schon draußen und das Deck ist auch in der OCG-Meta und ist auf Fels. Gut, kommen wir zur nächsten Karte und die hat auch mit Adamancipator zu tun, aber auch mit Eldritch im Moment und eigentlich mit jedem anderen Deck, was Lugio spielt im Moment, nämlich Jet Synchron. Ein generischer Empfänger, der bei der letzten Bandlist irgendwie vergessen wurde, macht im Prinzip dasselbe wie Glow Up, ne? Also außer, dass die halt eine Handkarte abwirft, nicht vom Deck. Aber die Karte macht halt einen Ein-Karten-Doppel-Negate in Form von dem Herold und von dem Borrowlord Savage, was in einem Deck, was die Normals haben, nicht braucht, beispielsweise Eldritch, extrem krass ist. Ihr könnt mit einer Karte diese beiden Negates aufbauen und habt noch vier Karten, mit denen ihr euer ganzes normales Deck spielen könnt. Das ist echt broken und sollte eigentlich so nicht im Spiel sein, unserer Meinung nach zumindest. Mhm. So, dann hätten wir als nächstes noch, als letzte Karte in Band, den Mecha Phantom Beast Auroradon. Ja, das ist auch eine ziemlich gute Karte, vor allem auch in Kombination mit Needle Fiber. Und richtig, die Karte kann einfach mehrere Token aufs Spielfeld trotzen. Ja. Und das ist einfach übel stark. Klar, die Karte kam jetzt letztens, glaube ich, erst raus, aber die ist einfach echt übel stark. Ja, nachdem die Leute erkannt haben, was die für ein Potenzial hat, vor allem mit den Deskbots in diesem Deskbot 3 One-Card-Combo-Deck, schon bannwürdig, auf jeden Fall. Ja. Gut, Leute, zu den limitierten Karten und hier haben wir ein paar mehr aufgeschrieben als bei den Band-Karten, ist ja meistens so. Aber um das erste zu nennen, ist das Elixir of Scarlet Sanguine. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen und ich hoffe, ihr wisst auch, was die Karte macht. Wird ja sowieso eingeblendet, aber ist die Special Summon als Trap vom Eldritch-Deck-Thema. Und unserer Meinung nach würde das dem Deck, was man ja relativ schwer in seinem eigentlichen Tun hitten kann, außer wenn man jetzt Eldritch auf 1 setzt, den Monster-Eldritch-Typ, würde das ein bisschen Consistency rausnehmen, weil es eben nicht mehr diese Spam-Engine ist, nicht mehr immer die Traps live hat und es wäre eigentlich ein ganz cooler Hit. Vor allem würde es das Deck auch ein bisschen balancen und nicht mehr so splashable machen. Ja, das ist vor allem ziemlich krass. Und endlich kann man auch mit Invoked spielen und da haben wir direkt die nächste Karte und zwar Meltdown, beziehungsweise Magical Meltdown, beziehungsweise die magische Schmelze. Ja, das ist eine, beziehungsweise Invoked ist eine ziemlich gute Engine und von daher, wie kann man Invoked irgendwie am meisten irgendwie, zumindest mal hitten, ohne es komplett zu zerstören? Man nehme erstmal ein Fieldspell weg, weil das sucht einfach den Alistair und dann ist er schon mal ein bisschen weniger splashable irgendwo, oder zumindest mal wird es dann wahrscheinlich ein bisschen weniger gespielt, weil Alistair auf 1 quasi tot, Invocation auf 1, beziehungsweise Beschwörung auf 1 auch tot, also zumindest nicht mehr so konstant, wie es dann so ist. Und Meltdown ist halt noch eine gute Karte in Shadow Invoked, allein schon, weil man nichts anketten kann. Gut, Leute, aber jetzt zur nächsten limitierten Karte. Unserer Meinung nach könnte Astrokraft-Zauberer, und jetzt bitte keinen Herzinfarkt bekommen, Astrokraft-Zauberer wieder auf 1 kommen, eben weil Electromite nicht mehr da ist, Leute. Das vergessen die meisten, die jetzt über Pendel sprechen. Electromite war das, womit Astrokraft richtig krass wurde. Und jetzt im Moment Pendel bis auf Endymion und das auch nicht mehr wirklich, macht einfach nicht mehr so viel. Man könnte den einzelnen Deck-Themen, die Pendel beinhalten, halt vielleicht einen kleinen Boost geben, indem man Astrograph wieder auf 1 macht. Aber das ist natürlich eher eine Wunschvorstellung von einem alten, eingespielten, eingesessenen Pendelspieler wie mir. Aber wir würden gerne mal eure Meinung dazu hören. Ja, das ich würde es jetzt nicht so cool finden, aber wie gesagt, ein Wunsch von Pascal. Ja, aber genauso nervend für mich zumindest wie Astrograph-Zauberer ist die mystische Mine.
Ja, aber ich glaube, das ist für jeden so. Niemand mag sie und wir hatten es schon mal in einem Video angesprochen mit, wenn sie weniger gespielt wird, wird sie quasi wieder mehr gespielt, weil sie dann wieder, naja, irgendwie weniger gespielt wird. Klingt komisch, aber kann man halbwegs verstehen, weil sich die Meta dann entsprechend immer mit Heiz dann anpasst. Und die Karte, ja, es ist gefühlt einfach ein Wartesimulator, den man auf das Spielfeld legt. Und, möchtest du Yu-Gi-Oh! Spielen? Nee. Ja, okay, gut, dann spiel die Karte. So ungefähr. Aber von daher, man will sie einfach nicht. Und nein. Es ist auch vor allem, glaube ich, mehr auf unserer Wishliste. Es ist schwierig. Die Karte hat immer so ein Problem, um es ganz kurz zu machen. Wird die Karte oft gespielt, werden Outs gespielt. Wird die Karte nicht mehr gespielt, werden noch keine Outs gespielt. Und daraufhin wird die Karte wieder gespielt. Das meinte ich nämlich. Das war, glaube ich, das, was Fabi ausdrücken wollte. Und das ist das Problem an der Karte. Genau, und auf 1 wäre das ein bisschen weniger low. Richtig, vor allem wird dann kein Burn mehr gespielt. Ja. Naja, gut. Vom schlimmsten aller Field Spells jetzt zum schönsten aller Pendel Normal Summon Monster, nämlich Skullcrobat, könnte man tatsächlich auch mal meiner Meinung nach wieder auf 1 machen. Wie gesagt, Pendel Magician mit Abstand eins meiner Lieblingsdecks, macht im Prinzip nichts mehr, also wirklich legit gar nichts mehr. ohne Electromite und so ein Skullcrobat Normal Summon auf 1, Leute, das ist nicht übertrieben. Stratos ist auf 3. Oviraptor ist auf 3, warum macht man keinen Skullcrobat auf 1, Leute? Ich verstehe es nicht. Also die Karte könnte unserer Meinung nach, oder zumindest meiner Meinung nach, auch wieder gut auf 1 kommen, ohne dass sie jetzt komplett eskaliert. Ja. Wobei, Wahrscheinlichkeit, mal gucken, Konami ist immer ein bisschen weird, was das betrifft. Konami ist gnädig zu mir. schauen wir mal. Ich hoffe. So, und zwar als letzte Karte, eben angesprochen, den Oviraptor. Oh ja. Ja, das Dino ist der ziemlich gut. Also, hat man ihn auf der Hand, hat man quasi alles. Ja. Und von daher, viele Leute wünschen sich entweder ihn oder den Faschidosaurier. Und selbst im OCG ist der Oviraptor auf 1. Jo. Und ja, ich denke, da ist er auch ganz gut aufgehoben. Klar, viele werden sich jetzt dann, werden das nicht so cool finden, vor allem Dennis und Marvin hier, aber die Karte ist einfach so krass und... Aber man darf ja auch nicht vergessen, das Deck hat jetzt vor kurzem Support bekommen. Das heißt, Oviraptor, man könnte es verkraften. Und das Deck wird halt sonst wirklich in Sphären aufsteigen, die jetzt nicht mehr ganz menschlich sind. Nee, das werden. wollen wir nicht sehen. Richtig. Vor allem, es soll meiner Meinung nach mehr so ein Rogue- bzw. Tier 2 Anti-Meta-Deck bleiben, wie es ist. Und, schöner ja. Rogue-Contender, das passt. Lebe. Kommen wir dann zu den semi-limitierten Karten. Und zwar, da haben wir genau genommen 2. Und zwar, ja, eine große, große Liebe von mir, Monarchen. Was haben wir da noch auf der Liste? Pantheismus der Monarchen. Ja, das Monarchen ist ein schönes Deck. Ja, absolut. Und ja, ich sag mal, die Karte ist nicht OP. Klar, sie gibt irgendwo ein Plus 2, aber das Deck ist auf Tribut sammeln und das Deck ist jetzt nicht schnell unterwegs. Und also so, die Karte ist nicht mal immer live. Total power-creeped worden, das Deck. Ja. Es ist wirklich hier unser Running Gag. Wir wollen die scheiß Karte wieder auf. Entschuldigung. Wir wollen die Karte wirklich wieder auf 2 oder auf 3 wieder hoch. Als Monarchen rauskam, da war die Meta ungefähr so, man hat den ganzen Kram gemacht und wenn das eben der Effekt negiert wurde, da hat man eben im nächsten Spielzug quasi nochmal nachgefragt. Aber oft gibt es heutzutage keinen zweiten Spielzug mehr. Richtig. Ist Nein, alles ein bisschen schneller geworden. Genau. Was jetzt gar nicht so schnell wurde, ist nämlich das True Draco Deck. Und durch den Hit vom Diagram auf 1 hat das doch schon sehr an Consistency verloren, Leute. Und da unsere Bitte an Konami, doch bitte den Dynamite wieder auf 2 zu tun. Bitte. Ja, das Deck ist toll, ja, das Deck macht Spaß. Und es ist jetzt auch gar nicht mehr wirklich auf dem Radar, natürlich immer mal wieder mit unserer guten Mystic Mine zu sehen. Aber dennoch, das Deck ist schön, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, durch den Hit von Diagram hat es Consistency verloren, es bräuchte mal mehr Monster. Es sieht jetzt nicht mehr so oft Monster und ohne Monster, weiß jeder True Draco-Spieler, kann man das Deck nicht spielen. Deshalb Dynamite. Ich will gar nicht die Falle, also die, wie heißt sie jetzt? Die Return will ich gar nicht auf 2 oder so tun. Das wäre dann wieder ein bisschen zu heavy. Aber den Dynamite könnte man ganz easy mal auf 2 tun, unserer Meinung nach. Meiner Meinung nach. Man kann es ja zumindest mal ausprobieren. Man kann es ausprobieren, wenn es zu heftig werden sollte, was ich nicht glaube. dann würde man schon eher Masterpiece wieder erlauben. Dann könnte man das natürlich auch wieder... Masterpiece? Nee, Freundchen. Wobei ich ziemlich lustig finde, dass bei unseren Semi-Limitierten jeweils 2 Decks sind, die komplett auf Tributsammeln unterwegs sind. Richtig, ja. Der also macht euch stark für Tributbeschwörung.
Oh ja. Ja. So, und jetzt kommen wir zu unserer Wishliste von unserem Kanal. Also Extra-Rubrik hier. Genau. So, und zwar der gute Sebi. Der hätte gerne Engage wieder zurück. Ja, nee. Auf 1. Also auf 1 zumindest. Auf 1. Ja, das kann man durchaus mal machen, aber dafür ist der Hit eigentlich zu früh. Aber ja, Skystrike würde nicht mehr so viel machen. Richtig. Zwar jetzt mehr, aber ja, es wäre Meta irgendwo verkraftbar. Ja, also man könnte es ausprobieren, aber meiner Meinung nach haben wir genug von Skystrike gesehen. Und mit der Engage wäre wieder krass, vor allem mit 3 Kagaris. Ja, um jetzt auf meinen Wunsch einzugehen, ist Seer, also die Grimme-Tanze des brennenden Abgrundes, für alle, die das nicht wissen. Ich feiere BA und ich würde es ganz gerne mal wieder sehen, dass die Karte nach, boah, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, jetzt endlich mal wieder auf 2 käme. Ich will sie nur auf 2 haben. Graf fange ich gar nicht an, die Special Summons im Deck ist schon echt krass, aber Seer einfach, damit er nicht immer gecallt wird, gecrowed wird und dann muss ich wieder Levi bauen und Morde. Also wirklich jeder BA-Spieler hier, gebt mir mal ein Like dafür, dass wir Seer wieder auf 2 haben wollen, damit wir diesen schönen Loop immer und immer und immer wieder durchziehen können hier. Also, die Laien eines True Draco-Spielers, BA-Spielers. Genau, egal, True Draco ist genauso schlimm. Richtig. So, letzte Karte. Oh ja, und zwar, das ist irgendwo meine Wish-Karte, und zwar die Light Stage. Am liebsten natürlich auf 3, aber wo kommen wir denn dahin? Nee, ich finde Trickster super. Ich muss mich outen. Ich finde Trickster einfach klasse. nicht auf diese Art. Aber, ich sag mal, in der reinen oder in der puren Variante wäre das durchaus eine Sache. Das wird nicht mal irgendwo jucken. Aber als Engine. Und Flashbacks an Orkost. Richtig. Da ist es schon irgendwo ganz gut, dass die auf 1 ist. Aber es wäre super, wenn sie vielleicht mal auf 2 wäre. Da kann man es vielleicht mal sogar ein bisschen ausprobieren. Wäre super, weil dann wäre das Deck wieder ein bisschen spielbarer. Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen, aber es wird wahrscheinlich als Engine zu krass sein, deshalb Wunschliste, Leute. Ja. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche haben solltet oder Anregungen oder irgendwelche Vorschläge, die ihr gerne hier auf dieser Liste vertreten haben würdet, dann schreibt sie einfach mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, schönen Daumen da lassen, ne? Glocke abonnieren und ansonsten, falls noch nicht getan, abonniert doch direkt unseren Kanal, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst, Leute. Ich bin schon so gehypt, und dass ich das hier sagen kann. Wenn ihr Bock habt, wir haben nämlich ein Postfach, wollen wir genau auch mal ein bisschen erwähnen. Und zwar, es müsste irgendwie, also in der ersten Rubrik der Videobeschreibung. Richtig. Und wenn ihr da Bock habt, einfach mal reingucken, Informationen stehen da, falls ihr uns was einschicken wollt. Okay, Leute, dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, und ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.